Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum DAX-Check und zu einer neuen Handelswoche, die wahrscheinlich sehr positiv starten dürfte. Die Vorgaben aus Amerika sind gut. Auch am Freitag ging es dann wieder etwas vorwärts nach oben. Wir sind bei 15.034 Punkten aus dem Handel gegangen und damit wieder über der psychologisch wichtigen 15.000-Punkte-Marke. Ich habe es gesagt, die Indikationen deuten darauf hin, dass wir ja wieder einen Schnaps höher in den Handel starten dürften. Wir schauen auch gleich mal an die Tafel, bevor wir dann nochmal zurückgehen auf den Chart. Nee, noch nicht. Wir brauchen noch ein bisschen. Deswegen hier, ja, da gibt es relativ wenig zu sehen. Wir sollten uns gleich mal auf den längerfristigen Chart konzentrieren. Wir sehen dann, dass die Hochs vom Frühjahr eben nicht unterschritten wurden, dass wir da wieder nach oben gedreht haben, ein positives Zeichen, aber gegen einen erneuten massiven Anstieg spricht natürlich auch, dass wir eben hier sehr stark gestiegen waren und jetzt einfach mal ein bisschen konsolidieren sollten. Also es wäre angesichts der Risiken, die weiterhin im Markt sind, sehr verwunderlich, wenn wir da jetzt aus dem Stand an den oberen Rand dieser Handelsspanne an, sagen wir mal, bis 16.000 Punkten wieder gleich nach oben steigen. Klar, die Berichtssaison geht los. Die Woche gibt es noch nicht die großen Zahlen. Nächste Woche dann schon viel mehr. Der Start war auch jetzt nicht so sonderlich gut. Wir kommen auch gleich darauf zu sprechen. Die ersten vier, die vorläufige Zahlen gebracht haben, das war alles nicht sehr erbaulich und deswegen muss man natürlich da auch ein bisschen vorsichtig sein. Wir sehen den DAX bei 15.077. Wir waren in der Vorbörse schon über 15.1. Ist vielleicht auch ein Ausdruck für die Nervosität der Anleger. Die nächste Zinsentscheidung kommt auch bald nächste Woche und ja, da will keiner, glaube ich, zu sehr, zu stark investiert sein. Wir blicken auf Symrise. Symrise am Freitag ja mit vorläufigen Zahlen, die waren alles andere als gut. Und wir werden uns das auch gleich dann eben auf der Tafel anschauen. Schauen wir mal, was die Kurse so bringen. Also, wir sehen eine Allianz, die Versicherer, angesichts der Zinsentwicklung weiterhin oben auf. 220,85 ist ein neues Verlaufshoch. Dann Airbus. Auch hier muss man auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Über 120 wäre ein sehr starkes Kaufsignal für Airbus. Also auch hier gilt Augen auf. Ansonsten eine Deutsche Bank, schon lange nicht mehr gesehen. Eine 12 vorm Komma. Auch hier sehr erbaulich das Ganze. Das Gleiche gilt für die Deutsche Post. Wenn wir da jetzt mal in Richtung 40, 50, 41 gehen, auch dann sehr, sehr konstruktiv der Chart. Gehen wir auf die nächste Seite. Siemens Energy sehe ich da gerade noch auch wiederholt von den Zahlen. Ich hatte es gesagt, die Versicherer Hannover Rück mit 189 und auch 332 mittlerweile bei Munich Re. Also da wird es einem langsam schwindlig, wie stark die Aktien da steigen. Ich habe da am Samstag einen Online-Artikel dazu verfasst, wohin die Reise da jetzt hingehen kann, wenn wir die letzte Hürde auf dem Weg zum Rekordhoch überwinden. Also da ruhig mal beim Aktionär reinschauen. Ansonsten Siemens wieder gut in Schuss, 142,70. Profitiert von den starken Vorgaben. Ansonsten ja alles nicht so wild. Schauen wir nochmal auf den Chart, auf den DAX. Und der ist bei 15.1, immerhin. Das ist doch ein schöner Wochenbeginn. Ich wünsche Ihnen gute Kurse weiterhin und würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis dahin, ciao.